Hallo und herzlich willkommen zurück. Der Doktor ist wieder am Start mit einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. In der letzten Folge haben wir den Tod einer Familie gerecht. In dieser Folge soll es jetzt erstmal wieder weitergehen mit der Hauptstory. Nachdem wir Gennadios und die Schlange eliminiert haben, sollen wir uns wieder mit Aya, meiner Frau, treffen, und zwar am Panaion. Da geht's jetzt hin. Okay, ab hier gehe ich dann zu Fuß weiter. So. Wo ist meine Holde denn? Ist wieder hochgeklettert oder was? Jo, ist sie. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadios sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Hier geht's auch wieder nur um das eine. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe. Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren Sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Na dann. Verdammt, ist das kalt.
Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Okay, da geht's hoch. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Was gibt's denn hier draußen noch so zu sehen? Nicht wirklich viel, okay. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Wow, sei nicht so aggro. Ayas DNA muss in den Animus. Okay. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Wo hast du deine Klinge her, Aya? Wo hast du deine Klinge her, Aya? Okay, ich glaube, viel mehr gibt's hier nicht zu tun. Dann. Was ist denn? Die Schlange.
Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Hippodrom, was soll das denn sein, ey? Bin gespannt. So, ne. Da ist noch eine Quest, die in Frage käme. Da müsste aber eigentlich auch noch was sein. Okay, nö. Dann würde ich das noch ganz gerne machen. Treues Kamel. Wow. Είναι από φανήν πολέμου χρήση. Nein, nein, der nicht. Er ist zu hübsch dafür. Du, dieses Abzeichen. Bist du ein Mann von Ehre? Es gibt nur noch so wenige. Ich bin ein Magi. Ich löse Probleme. Gut, ich habe eins. Ein höchst wertvoller Schatz muss heute noch überbracht werden. Du wirst gut bezahlt werden für diese Arbeit. Hier sind einige Drachmen als Vorschuss. Diese Stadt ist sehr viel teurer, als ich gewohnt bin. Gut, abgemacht. Folge mir. Das, worum ich dich bitte, ist von höchster Wichtigkeit. Ja, natürlich. Das Händlerleben ist nicht einfach, das kann ich dir versichern. Tigerfelle oder Statuen zu transportieren, ist ein hartes Brot. Ach, diese Arbeiter. Die sind nie da, wo sie sein sollen. Nun, wie ich sagte, es muss schnell gehen. Oh, und weiche nicht von deiner Aufgabe ab. Kein Stück. Ich würde es erfahren. Mehr als das ist mir nach der Flut nicht geblieben. Du hängst anscheinend sehr an deiner Fracht. Ich schwöre beim Grab ihrer Mutter, die Götter schickten sie, um Alexandria zu verbessern. Sie? Ich habe deinen Leibwächter, Kara. Ich wünsche keine Wiederholung wie beim letzten Mal, Tochter. Warte, das ist nicht das, worum du mich Magi, ich überschütte dich mit Drachmen, solange sie sicher ist. Und Kara, vergiss nicht den Empfang heute Abend. Du wirst bereit sein. Natürlich, Vater. Das möchte ich nicht verpassen. Ich bin so glücklich, dass du mir zu Hilfe kommst, Magi. Du bist schnell wieder zu Hause. Keine Sorge.
Oh, natürlich. Danke, mein Bulle. Du siehst aus wie Herakles. Mein Bulle? Vielleicht okay. Nenne ich dich meinen Herakles. Ja, besonders geistreich die Gute. Ja, und was genau soll ich jetzt machen hier mit der? Bring Kara zum Hafen im ägyptischen Bezirk. Der Kanal ist der schnellste Weg. Okay. Durch die Brücke, links, zwei Brücken, alles klar. Auf geht die wilde Fahrt. Endlich! Planänderung, Herakles! Wer? Na, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schrei ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Man sollte meinen, jemand würde das Wasser reinigen. Oh, du führst das Boot sehr gut. Wirklich viel besser als meine anderen Leibwächter. Tja, das gönne ich dir, blöde Kuh. Oh oh. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Schnell weiter jetzt! Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich wiederzusehen. Natürlich hast du dein Pferd Pegasus genannt. Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen, nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich, ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus, ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Sieh da, Leibwächter. Dort hatte ich meine erste Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Wir müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich. Danke, Bayek. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke.
Wir sind fast da. Endlich. Aha, endlich. Diese Stadt sieht gut aus. Ich mit der oder was? Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier! Geh nicht weg! Natürlich. Okay. Oh, ohne mein Kamel komme ich nicht hinterher. Oh, Nilpferde. Hä? Ach, hab ich jetzt das Pferd geplättet? Oh. Mist. Wie erkläre ich der Kleinen das denn jetzt? Mist. Okay, neuladen. Darf ich noch den ganzen Weg wieder zurückreiten, oder was? Oh. Bewegt er sich nicht auf mich zu? Nee. Scheint sich gar nicht zu bewegen. Wow. So. Erledigt. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bringe dich. Pferde schonend darunter gesnipert. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Wow. Jetzt noch möglichst wenig Leute zertrampeln hier. Hierher, Bayek! Papa, aber Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah, ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Oh, 500 Münzen, ja, das ist okay. Bayek, du bist zurückgekommen. Willst du jetzt doch mein persönlicher Magi werden? Nein. Ich muss weiter
Weißt du... Du lässt dich leicht reinlegen, Bayek. Ich freue mich doch nur, dich gesund wiederzusehen. Den besten Leibwächter der Stadt. So lange war ich jetzt nicht weg. Oh gut. Oh, sorry. So, nochmal ganz kurz gucken. Ah, da ist eine neue Region. Freigeschaltet, sehr cool. Genau, das ist die Hauptquest. Da müssen wir dann hier, da, das ist das Hippodrom, okay. So eine Rennbahn offensichtlich. Okay, alles klar. Ja, soweit so gut. Dann werden wir die Hauptquest in der nächsten Folge weiterbringen. Diese Folge ist jetzt hier am Ende. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.